Herzlich willkommen auch heute, meine Damen und Herren. Wo waren wir? Wir waren in der Geschichte oder besser gesagt, wir waren in den Geschichten im Plural. Oder anders, wir waren dabei, uns in Geschichte zu verstricken. Und genau da machen wir heute auch weiter. Und zwar so. Zunächst möchte ich Ihnen noch ein wenig den Stand der letzten Woche referieren. Es geht also um eine Art Erinnerung an die Genregeschichten, mit denen wir uns das in der letzten Woche beschäftigt haben. Anbinden möchte ich an diese Erinnerung auch eine Art Exkurs. Wir beschäftigen uns ja im Moment eher auf so einer mikrogeschichtlichen Ebene mit dem, mit Gattungspraktiken. In diesem Exkurs möchte ich das in einen größeren Zusammenhang stellen. Da wird es dann vor allem um Transformation in der Gattungspoetik im 18. Jahrhundert gehen. Danach bringen wir dann die Erinnerung zu Ende und kommen dann zu zwei Sprechakten. Der erste Sprechakt ist mit Warnen, der zweite Sprechakt mit Verwahren. Übertitelt im ersten Fall geht es um Goethe gegen Sulzer, da haben wir schon drauf geschaut. Im zweiten Fall geht es dann um Goethes Sprechakt und die Naturformennote aus dem Divan. Was wir bei all dem, also ich will hier sowas machen, eben nochmal den Kontext mir anschauen, in welchem Kontext, performativen Kontext auch, steht denn Goethes Naturformnote. Bei all dem sollten wir im Hinterkopf haben und eben auch weiter bedenken, dass wir diesen Fokus auf Goethes Autorität haben, den haben wir in der letzten Woche bereits umkreist, und zu dieser Autorität wird noch ein anderer Aspekt hinzukommen, nämlich die Komponente des Normativen, also die Normativität von Gattungspoetik, die wir uns auch am Beispiel anschauen werden. Dazu aber später, wir waren in der Geschichte und legen dort los. Im Jahr 1819 erscheint, wir wissen es mittlerweile alle, Goethes westöstlicher Divan, darin eben ein erläuternder Prosateil und darin wiederum eine kleine Abhandlung zu den Naturformen der Dichtung. Mehr als 40 Jahre vor dem Erscheinen des Divans sieht sich eben jener Goethe, damals gerade 23 Jahre alt, zu einer hemmungslos verreißenden Rezension einer Schrift von Johann Georg Sulzer veranlasst. Dieser Sulzer war, so heißt es in der Wikipedia, ein Philosoph der Aufklärung. Von ihm stammt, ich zitiere das weiter, die erste deutschsprachige Enzyklopädie, die alle Gebiete der Ästhetik systematisch behandelt. Diese Enzyklopädie trägt den Titel Allgemeine Theorie der schönen Künste und sie erschien in erster Auflage in den Jahren 1771 bis 74. 1772, der erste Band war schon erschienen, brachte Sulzer darüber hinaus ein kleines Bändchen heraus, das den ambitionierten Titel trug, die schönen Künste in ihrem Ursprung, ihrer wahren Natur und besten Anwendung. Dieses Bändchen nun provozierte Goethe zu seinem harschen Verriss. Der Verriss erschien kurz vor Weihnachten, nämlich am 18. Dezember 1772 in der Zeitschrift Frankfurter Gelehrte Anzeigen. Und die Frankfurter Gelehrten Anzeigen, das ist eines der Organe der jungen Stürmer und Dränger, die da in dieser Zeit sich gerade aufmachen, den alten Herren der Aufklärungsliteratur mit aller Macht ihre Machtposition streitig zu machen. Einer dieser revolutionären Stürmer und Dränger ist nun eben Goethe und einer der alten Herren der Aufklärung, das war eben Johann Georg Sulzer. Das konnte natürlich nicht gut gehen und das ging auch nicht gut, denn Goethe legte los in seiner Rezension und das so kurz vor Weihnachten. Wie Goethe loslegte, haben wir in einem kleinen Auszug bereits in der letzten Woche uns angeschaut. Es gibt nachher noch mehr von Sulzer, wir schauen aber erstmal nochmal wieder auf diesen, oder von Goethes Rezension, wir schauen aber erst einmal nochmal auf diesen Ausschnitt. 40 Jahre vor Erscheinen des Divans schreibt Goethe, die schönen Künste, der Grundartikel sulzerischer Theorie. Da sind sie denn, versteht sich, wieder alle beisammen, verwandt oder nicht. Was steht im Lexikon nicht alles hintereinander? Was lässt sich durch solche Philosophie nicht verbinden? Malerei und Tanzkunst, Beredsamkeit und Baukunst, Dichtkunst und Bildhauerei. Alles aus einem Loche, durch das magische Licht eines philosophischen Lämpchens, auf die weiße Wand gezaubert, tanzen sie im Wunderschein buntfarbig auf und nieder und die verzückten Zuschauer frohlocken sich fast außer Atem. Ich hatte diesen polemischen Angriff in der letzten Woche schon auf eine Beobachtung zugespitzt, nämlich auf Goethes starken Widerwillen gegen das lexikalische Prinzip.
was steht im Lexiko nicht alles hintereinander, ob nun eben verwandt oder nicht. Malerei und Tanzkunst, Beredsamkeit und Baukunst, Dichtkunst und Bildhauerei. Goethe wettert hier ganz offensichtlich gegen einen Ordnungsmechanismus, eben gegen die lexikalische Ordnung des Hinter- und Nacheinanders. Hier wird einfach gesagt, allein dem alphabetischen Prinzip folgend Eintrag an Eintrag gereiht, ohne dass irgendwie eine strukturelle Hierarchisierung dieser Einträge erfolgt. Und das passt Goethe nicht. Die Nebenordnung, die er exemplarisch anführt, betrifft dabei, und das bitte ich Sie im Hinterkopf zu behalten, sie betrifft dabei, diese exemplarisch angeführte Nebenordnung, nicht literarische Gattungen, sondern sie betrifft Dichtarten, auch nicht Dichtarten, sondern sie betrifft die Künste, also Tanzkunst, Bildhauerei, Baukunst, Malerei und vor allem Beredsamkeit und Dichtkunst. Darauf kommen wir nachher zurück. Bleiben wir aber zunächst nochmal bei diesem Prinzip der lexikalischen Hintereinanderordnung. Sie ist zwar nicht das Einzige, was Goethe stört, aber sie scheint ihn doch auf besondere Weise zu stören. Wir hatten das letzte Woche bereits kurz beobachtet. Erinnern wir uns daran, schauen wir noch einmal genauer auf Goethes lexikalischen Widerwillen. Denn dieser Widerwille zeigt sich eben nicht nur in der Rezension von Sulzer, er zeigt sich auch, und das hatten wir auch schon gesehen, im Rahmen der Divan-Notiz, und zwar genauer eben in diesen Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des westöstlichen Divans, und zwar dann genauer im Dichtartenabschnitt. Aufgefallen war uns hier nämlich in der letzten Sitzung, dass Goethe eben in diesem Abschnitt zu den Dichtarten tatsächlich gegen erstmal ein lexikalisches Prinzip vorbringt, imitiert und vielleicht auch parodiert, und er weist auch darauf explizit hin. Er spricht tatsächlich explizit eben von der alphabetischen Zusammenstellung, nach der er diese Dichtarten gereiht hat. Zugleich markiert er dann aber im Folgenden den defizitären Charakter dieser Ordnungsweise, und zwar auf zweierlei Weisen tut er das. Zum einen sagt er, dass hier eben nicht methodisch geordnet wird. Also diese Reihung nach dem alphabetischen Prinzip ist eben nur bedingt überhaupt oder nur bedingt eine rationelle Art, also er sucht nach einer rationelleren Art, sagt er. Die wäre nötig, so eine rationellere Art, um dann eben historischen, so heißt es dort, und didaktischen Zwecken zu entsprechen. Zum anderen aber nennt Goethe eben noch einen konkreten Grund für das Defizitäre dieses alphabetischen Ordnens, denn schnell bemerkt man, heißt es, schnell bemerkt man, dass einige der von ihm zusammengestellten Dichtarten sich nebeneinander stellen, andere sich anderen unterordnen lassen. Also ich verstehe das so, Goethe stört sich auch hier eben vor allem am Prinzip des Nebenordnens. Anders gesagt, dieses alphabetisch-lexikalische Prinzip, das ist für Goethe ein Prinzip der Enthierarchisierung oder der Egalisierung, könnte man auch sagen. Also in der lexikalischen Ordnung steht natürlich das, was nebeneinander steht, also die sich nebeneinander stellen lassen, die stehen auch dort nebeneinander. Das sollte also eigentlich kein Problem sein. Das Problem muss tatsächlich sein, dass das, was normalerweise über- und untergeordnet ist, eben andere lassen sich unterordnen, dass das, was über- und untergeordnet ist, tatsächlich im Lexikon nicht abgebildet werden kann. Hier wird das Höhergeordnete nivelliert auf die gleiche Ebene mit dem eigentlich Untergeordneten gestellt. Der gattungspolitische Vorschlag, den Goethe dann im Folgenden, er sagt, der Prüfung darbringt, besteht denn auch in seiner Hinsicht darin, eine neue Hierarchieebene einzuführen. Erinnern wir uns kurz an Goethes Ordnungsidee. Die Naturformen der Dichtung sind eine höher geordnete Art der Gattung. Ein höher geordnetes Genre der Gattung, hatte ich letzte Woche gesagt. Dabei sind die Naturformen allerdings nicht insofern übergeordnet, dass sich ihnen jeweils einzelne Dichtarten unterordnen lassen. Die Naturformen sind, das haben wir auch gesehen, eben keine Oberbegriffe, keine Allgemeinbegriffe oder keine Sammelbegriffe. Sie sind keine Schubladen, in die sich, also keine Schubladen nur auf einer höheren Ordnungsstufe, sie sind keine einfach besonders großen Schubladen, sondern sie sind etwas anderes. Sie sind nämlich irgendwie von einer genuin anderen Qualität als die Dichtarten. Fassen lässt sich diese andere Qualität in einer Reihe von Zuschreibungen, die Goethe vornimmt. Teils sind es Gegensatzpaare, die finden sich verstreut über diesen Naturformabschnitt. Ich führe mal einige an, die in einfachen Anführungszeichen sind tatsächlich aus dem Text übernommen.
die mit Sternchen gekennzeichnet, da habe ich dann jeweils, die habe ich jeweils konstruiert. Wir sehen hier eben, dass es so eine Differenzen gibt wie zufällig, notwendig, äußerlich, innerlich und so weiter. Goethes gattungspolitischer Vorschlag, also seine Ordnungsidee, bestand also zunächst darin, eine recht komplex semantisierte Differenz einzuführen. Es gibt nach Goethe eben nicht nur drei Naturformen, sondern auch zwei genuin unterschiedliche Arten von Gattungen, zwei Genres der Gattung. Mit dieser Operation gehen dann einige andere einher. Wir haben es das letzte Mal genauer unter die Lupe genommen. Ich erinnere nur noch kurz. Voraussetzung für die andere, also für diese höhere Qualität der Naturform ist, das sagt schon der Begriffsname, die Naturalisierung. Die Naturformen sind eben nicht wie die Dichtarten historisch zufällig, irgendwie Erfindungen des Menschen, sondern sie sind vermeintlich naturgegebene Grundformen des dichterischen Ausdrucks. Was wir das letzte Mal allerdings auch gesehen hatten, war, dass Goethe im Grunde darauf verzichtet, irgendwie Argumente dafür zu liefern, warum das sich eigentlich um Naturformen handelt. Also warum wir hier, warum eine Naturalisierung, eine Naturhaftigkeit dieser Naturform überhaupt sinnvoll ist. Gleiches gilt auch für den dritten Aspekt von Goethes Ordnungsidee, nämlich für die Festsetzung der Trias. Auch da liefert Goethe keine wirklichen Argumente, warum diese Trias ein so exklusiver oder warum die Naturformen ein so exklusiver, nämlich triadischer Club sind. Keine überzeugenden Argumente auch dafür. Feststellen konnten wir allerdings in der letzten Woche, dass Goethe in seiner Divan-Notiz, wo er sich eben mit den Fragen literarischer Gattungen beschäftigt, eigentlich wenig Neues sagt. Seine Bestimmungen der Naturform ähneln anderen Definitionen der epischen, dramatischen oder lyrischen Poesie. Die Grundidee einer triadischen Ordnung haben wir auch schon an anderen Stellen gefunden, dort häufig noch im Zusammenhang mit Oberbegriffen oder Hauptgattungen. Und schließlich ist auch die Einführung dieser generischen Differenz zwischen historischen Gattungsbegriffen und irgendwie abstrakteren Gattungskonzepten keine Erfindung von Goethe. Wir hatten das letzte Mal schon bei Schiller gesehen. Dessen Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung hatte ich kurz zitiert. Dort unternimmt eben Schiller auch schon so eine generische Operation oder so eine argumentative Operation. Ich hatte die Stelle zitiert, elegisch rührt uns nicht bloß die Elegie, und das ist tatsächlich auch eine Differenzierung von Gattungsbegriffen nach der Manier, in der auch Goethe nachher differenziert. Auch Schiller differenziert also in diesem Sinne zwei Genres der Gattung. Er tut das mit einer anderen Argumentation als Goethe, das soll uns aber hier nicht interessieren. Wichtig ist diese Denkfigur, diese Differenzierung. Auch Schiller hat diese Denkfigur natürlich nicht erfunden, wenn man solche Denkfiguren überhaupt irgendwie, wenn die überhaupt irgendwie erfunden werden. Meistens sind das ja relativ komplexe Entstehungsprozesse, die meistens historisch relativ diffus sind, und wenn man genauer hinschaut, findet man immer noch weitere Vorgänger. Einen dieser weiteren Vorgänger möchte ich Ihnen dann aber doch noch nennen, nicht weil ich der Meinung bin, dass das jetzt der erste sei, sondern weil man bei ihm sehen kann, ganz gut sehen kann, in welche übergeordneten Prozesse diese ganzen Diskussionen eingebunden ist. Und damit sind wir auch schon beim Exkurs. Und dieser Exkurs fängt an mit dem erwähnten Vorgänger. Dieser Vorgänger ist Johann Gottfried Herder. Das ist ein Theologe, Übersetzer, Poet, Philosoph, Literaturtheoretiker, ein sehr umtriebiger Geist, der seit 1776 in Weimar lebt und zunächst sehr eng mit Goethe befreundet war. Das Verhältnis kühlt sich dann in den 1790er Jahren zunehmend ab, wird distanzierter. Da spielt auch Schiller eine Rolle, aber nicht nur. Nun, dieser Herder veröffentlichte eine Reihe, die den Titel Zerstreute Blätter trägt. Sechs dieser zerstreuten Blätterbücher erscheinen zwischen 1785 und 1797. In jedem dieser zerstreuten Blätterbücher sind dabei irgendwie literarische Studien und Abhandlungen versammelt, teils auch Übersetzungen, teils auch sowas wie Kommentare. Für uns interessant ist dabei die dritte Sammlung der zerstreuten Blätter, die ist im Jahr 1787 erschienen. Das Titelblatt sehen Sie rechts auf der Folie. In dieser dritten Sammlung gibt es eine eigenständige Abhandlung, die trägt den Titel Über Bild, Dichtung und Fabel.
Und in dieser Abhandlung geht Herder unter anderem der Frage nach, wie überhaupt die Dichtung entstanden ist. Auch das ist für uns nicht so interessant. Wir interessieren uns dafür, was Goethe zu den, was Herder zu den Gattungen sagt. Und er sagt das eben in direkten Anschluss zu Überlegungen, wie die Dichtung entstanden sein könnte. Und dann sagt er nämlich Folgendes. Es würde uns zu weit führen, wenn wir uns nach Angabe dieses Ursprungs der Dichtkunst, das ist der Verweis nach vorne an das, was er vorher gesagt hat, nach Angabe dieses Ursprungs der Dichtkunst auf jede Gattung derselben einlassen und ihre Entstehungsart untersuchen wollten. Wie diese Gattungen in unseren Lehrbüchern vorgezählt werden, sind sie eigentlich nicht philosophisch, sondern historisch gesondert. Man ist der Geschichte gefolgt, wie hier und da, in Sonderheit unter Griechen und Römern, die eine oder die andere mit einem besonderen Namen bezeichnet worden, damit man, dem Zweck eines Lehrbuchs gemäß, aus ihren Vorbildern Regeln herleiten oder Regeln durch Exempeln erweisen könnte. Halten wir also zunächst fest, was wir im Prinzip bereits kennen, nämlich die Differenzierung von zwei Genres der Gattungen. Auch Herder kennt eben zwei unterschiedliche Konzepte, zum einen die historischen Gattungen, zum anderen die philosophischen Gattungen. Dabei bilden die philosophischen Gattungen, das werden wir gleich noch sehen, so etwas wie die Trias, also das ist die Trias. Die historischen Gattungen sind dagegen letztlich so etwas, im Grunde nichts anderes als Goethes Dichtarten. Aber Herder führt eben nicht nur diese, hier in dieser Passage, nicht nur diese Differenz zwischen philosophischen und historischen Gattungskonzepten, Gattungsbegriffen ein. Er weist auch darauf hin, wo in der Regel mit historischen Gattungen argumentiert wird und wie dort argumentiert wird. Er spricht nämlich von den Lehrbüchern. Zu deren Vorgehensweise heißt es, wir lesen das nochmal, man ist der Geschichte gefolgt, wie hier und da, in Sonderheit unter Griechen und Römern, die eine oder die andere mit einem besonderen Namen bezeichnet worden, damit man dem Zweck eines Lehrbuchs gemäß aus ihren Vorbildern Regeln herleiten oder Regeln durch Exempel erweisen könnte. Also Ausgangspunkt dieser Lehrbücher und also deren Arbeit mit historischen Gattungen ist natürlich, wie sollte es anders sein, die Geschichte. Die Geschichte dieser Gattungen dann eben, die da behandelt werden. Es geht also darum, irgendwie, hier werden konkrete historische Exemplare einer Gattung in den Blick genommen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen dabei die antiken Literaturen, die griechischen und die römischen. Diese gelten als Vorbilder. Sie sind eben Exempel oder Muster, nach denen die Gattungen jeweils bestimmt werden. Und aus diesen historischen Mustern werden dann die Regeln abgeleitet. Also man könnte auch sagen, die Eigenschaften oder Kriterien werden aus diesen historischen Mustern gezogen, nach denen man dann die jeweilige Gattung bestimmt. Was Herder hier skizziert, die Gattungspoetik, die er hier skizziert, ist also auf der einen Seite tatsächlich historisch-empirisch, also zumindest rudimentär. Es geht tatsächlich darum, auf historische Exemplare zu schauen. Sie ist darüber hinaus normativ, denn sie wählt ganz bestimmte Beispiele aus. Diese Beispiele werden dann eben zu Vorbildern ernannt. In diesen Vorbildern, und die sind dann fast immer aus der antiken Literatur, hat dabei, so die Behauptung, die jeweilige Gattung gewissermaßen einen Höhepunkt erreicht, in den Tragödien von Sophokles zum Beispiel. In diesem Höhepunkt kann man sich orientieren. Das aber ist eine Wertung, also hier wird eine Norm gesetzt. Die normativen und eben musterhaften Werke entstammen dabei immer der antiken oder meist der antiken Literatur, die als der unübertroffene Höhepunkt des literarischen Schaffens gilt. Dieser Höhepunkt oder diesen Höhepunkt gilt es dann im Sinne dieser Form von Genrepoetik nachzuahmen. Man spricht hier vom Prinzip der Imitatio Veterum, also der Nachahmung der Alten. Das ist ein produktionsästhetisches Prinzip, das uralt ist und das einen Großteil in unserer westlichen Kulturgeschichte hinweg Geltung beanspruchte. Es stammt von Horaz, also aus der römischen Antike, und besagt eben, man solle sich mit seiner Produktion an den Werken der Alten orientieren. Wenn man also zum Beispiel eine gültige oder eben eine gute Tragödie schreiben will, dann sollte man sich an die mustergültigen Tragödien zum Beispiel von des antiken Tragikers Sophokles halten. Aus diesen Werken lassen sich eben die Kriterien extrahieren und nach dem kann man dann eine mustergültige Tragödie selbst bauen.
mit diesem Anleitungscharakter, darum geht es ja im Grunde, mit diesem Anleitungscharakter kommt aber ein dritter Aspekt hinzu. Die Gattungspoetiken, von denen Herder spricht, sind praxisorientiert. Sie geben eben auch konkrete Regeln an die Hand, die es ermöglichen, dass das literarische Werk eine entsprechende Qualität besitzt. Und diese Qualität besitzt es, weil es eben den Regeln der Alten folgt, weil es nach überlieferten Kriterien gebaut ist. Das also sind die Grundzüge jener Gattungspoetik, die Herder hier mit Bezug auf die Lehrbücher skizziert. Ich will Ihnen kurz ein Beispiel zeigen, was Herder damit meint. Wir verstricken uns ein bisschen weiter in die Geschichte und kommen dann später zu Herder zurück. Das Beispiel, das ich im Auge haben muss, ist noch einiges älter. Es stammt aus dem Barock. Es ist konkret die erste deutschsprachige Poetik überhaupt und zugleich die wichtigste Poetik des deutschen Barocks, nämlich Martin Opitz. Der Titel Buch von der deutschen Poeterei, in welchem alle ihre Eigenschaft und Zugehör gründlich erzählt und mit Exempeln ausgeführt wird. Das Buch, also diese Poetik, stammt aus dem Jahr 1624. Was Opitz in dieser Poetik macht, ist dabei keineswegs neu. Auch Opitz orientiert sich, und das war damals guter Ton, auch Opitz orientiert sich an anderen Sprachen. Er orientiert sich vor allem an lateinischen, oder unter anderem auch an lateinischen Poetik aus dem Kontext des Humanismus. Also die Art, wie er hier Poetik betreibt, ist nicht neu. Gleichzeitig ist es dann eben doch die erste Poetik dieser Form für den deutschen Sprachraum, und das hat doch einen gehörigen Neuigkeitswert, jedenfalls innerhalb von Deutschland. Martin Opitz' Poetik, das Buch von der deutschen Poeterei, ist dabei tatsächlich eine Poetik in dem Sinne, den Herder im Auge hat. Und das heißt, hier wird empfohlen, wie im Grunde wird vorgeschrieben, wie bestimmte Gattungen zu bedienen sind. Es wird noch ganz viel anderes getan, aber ich konzentriere mich auf die Gattung. Und diese Vorschriften, wie man also Gattungen zu schreiben habe, das erfolgt in der Regel mit Rekurs auf Musterexemplare, auf antike Klassiker. Schauen wir uns ein Beispiel an zum heroischen Gedicht. Ein heroisch Gedichte, das gemeintlich weitläufig ist und von hohem Wesen redet, soll man stracks von seinem Inhalte und der Proposition anheben, wie Virgilius in den Büchern vom Ackerbaue, also in der Georgica, tut. Und dann kommt ein Virgil-Zitat. Also will man also ein Werk in der Gattung heroisches Gedicht oder eben auch Heldenepos schreiben, dann soll man das stracks so tun, wie Vergil das schon getan hat. Das ist eben das Grundmuster der Argumentation, nicht nur hier, sondern auch in den anderen Gattungsartikeln oder in den anderen Gattungen, die Opitz abhandelt. Dieses Grundmuster bleibt im Grunde auch über die nächsten Jahrzehnte und teilweise Jahrhunderte das Gleiche. Es findet sich nicht nur es findet sich in Poetiken bis weit ins 18. Jahrhundert, ja teilweise sogar bis ins 19. Jahrhundert hinein. Im 18. Jahrhundert findet nun allerdings ein Transformationsprozess statt, in dessen Verlaufe es zu einem neuen Typus von Gattungspoetik kommt. Diesen Typus, den lernen wir gerade kennen, denn Goethes Naturformen gehören genau zu diesem Typus. Und es geht nun eben nicht mehr darum, wie es bei Herder heißt, der Geschichte zu folgen, also irgendwie einzelne Gattungen in der Geschichte aufzuheben. Vielmehr geht es darum, dass man irgendwie geartete philosophische oder quasi philosophische Bezugstheorien postuliert oder entwickelt, als Vorlage nimmt und aus diesen Theorien heraus dann Kriterien für Gattungssysteme gewinnt. Ich erkläre das gleich noch etwas genauer. Für diesen Transformationsprozess, den wir jetzt im Blick haben und den Herder auch tatsächlich markiert, gibt es in der Literaturwissenschaft einige unterschiedliche Beschreibungen. Der Literaturwissenschaftler Peter Zondi etwa hat in einer Reihe von Vorlesungen vorgeschlagen, hier von normativer Gattungspoetik auf der einen und spekulativer Gattungspoetik auf der anderen Seite zu sprechen. Die normative Gattungspoetik ist dabei genau das, was Herder kritisch im Blick hat, also die Lehrbuchpoetik, wie Herder sie skizziert und wie wir sie auch bei Opitz kennengelernt haben. Also hier werden historische Musterbeispiele, werden in den Status normativer Werke gehoben und die Regeln, die sich aus ihnen ableiten lassen, werden dann zu Gattungsregeln oder Kriterien schlechthin erklärt. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kommt es dann eben zu so einer Entwicklung einer
spekulativen Gattungspoetik, wie Sondi das nennt. Im Kern geht es dabei nun darum, was wir schon bei Herder kennen. Gattungen werden eben nicht mehr primär historisch gedacht, sondern philosophisch. Die eigentliche Referenzgröße sind also nicht mehr die Geschichte, sondern das sind philosophische Überlegungen, philosophische Theorien. Das Geschichtliche spielt erstmal keine primäre Rolle mehr. Das aber heißt auch, in der spekulativen Gattungspoetik werden die Gattungsbegriffe ausgehend von bestimmten philosophischen Systemen konstruiert. Das größte System nachher ist die Hegelsche idealistische Philosophie. Man leitet aus diesen bestimmten Operationen, bestimmten Denkfiguren dieser Systeme dann Gattungsbestimmungen ab. Manchmal bezieht man sich dabei auch nur auf allgemein spekulative Annahmen, also reflexive Annahmen über die Natur des Menschen zum Beispiel. Und das macht nichts anderes macht Goethe, wenn er von den Naturformen spricht. Also auch diese Naturformen sind letztlich ein philosophisch-spekulatives Gattungskonstrukt. Also im 18. Jahrhundert Aufkommen eines neuen Typus von Gattungspoetik. Peter Sondi nennt das normativ und spekulativ, unterscheidet das so. Rüdiger Zümner, auf den habe ich einen zeitgenössischer Literaturwissenschaftler, den habe ich schon ein paar Mal genannt, nennt diese beiden, wählt ein etwas andere Begriffsbezeichnungen, nämlich er spricht von normativer Anweisungspoetik und systematischer Gattungspoetik. Die Begriffe bleiben dabei im Prinzip gleich, die Begriffsnamen sind etwas anders. Begriffe bleiben gleich. Die normative Gattungspoetik, haben wir ja schon gesehen, ist tatsächlich eine Anweisungspoetik oder eine Anleitungspoetik. Und die spekulative Gattungspoetik basiert eben auf philosophischen Systemen. Genau, also die Begriffsnamen sind hier etwas anders, aber die Begriffe im Grunde gleich. Im Zusammenhang der systematischen Gattungspoetik ist vielleicht noch zu erwähnen, dass ebenfalls im 18. Jahrhundert so etwas entsteht wie eine Philosophie der Kunst unter dem Begriff, den kennen Sie alle, nämlich Ästhetik. Und diese Ästhetik wird eines der zentralen Bezugssysteme eben für solche Gattungstheorien. Das sind parallel laufende Prozesse. Die Entstehung der Ästhetik ist etwas früher und forciert die Entwicklung einer spekulativen bzw. systematischen Gattungspoetik. Sowohl diese beiden Begriffsvorschläge sind im Prinzip sehr überzeugend und auch argumentativ total valide. Was mich nicht so ganz überzeugt oder womit ich ein Problem habe, ist mit den Begriffsnamen. Denn was diese Begriffsnamen suggerieren, das ist tatsächlich, dass wir einmal eine normative Phase haben, die wir dann endgültig irgendwie verlassen haben. Endlich war es reine Philosophie oder auf jeden Fall Philosophie und wir treten dann ein in eine nicht normative Phase. Das sagen Sondi und Zümner nicht explizit, also sie machen diese Opposition normativ versus nicht normativ nicht selbst auf, aber die Begriffsnamen suggerieren das schon sehr stark. Es gibt aber auf dem Begriffsmarkt der Literaturwissenschaft auch noch einen anderen Vorschlag, wie man diese Transformation beschreiben kann. Dieser Vorschlag stammt aus einer Studie von Gottfried Willems. Die Studie heißt Das Konzept der literarischen Gattungen, Untersuchungen zur klassischen deutschen Gattungstheorie und ist erschienen in den frühen 1980er Jahren. Willems unterscheidet darin zunächst zwischen einer kommentierenden Gattungspoetik und einer klassischen Gattungspoetik. Was er damit meint, entspricht wiederum im Wesentlichen den Begriffen von Sondi und Zümner, also die kommentierende Gattungspoetik schaut sich historische Mustertexte an und kommentiert das dann, eben mit dem Interesse, Regeln zu abstrahieren, aber es ist eine Kommentarstruktur. Und die klassische Gattungspoetik ist dann auch bei Willems eine, die sich an den philosophischen Theorien um 1800 orientiert. Aber Willems wählt eben andere Begriffsnamen und den Begriffsnamen, den er gerade für die spekulative Gattungspoetik wählt, der ist interessant, denn die klassische Gattungspoetik, da steckt irgendwie auch ein normatives Moment da drin oder es könnte zumindest da drin stecken, denn das Klassische, das ist doch eigentlich dasjenige, was einen besonders hohen Wert hat, das ist dasjenige, was sich durch die Zeiten hindurch gehalten hat, was über die Zeit hinweg eine besondere, ja vielleicht eine normative Gültigkeit bewahrt hat.
Das scheint mir jedenfalls so etwas wie der Begriffskern des Klassischen zu sein. Und tatsächlich geht auch Willems von einer normativen Komponente in der klassischen Gattungspoetik aus, allerdings eher auf eine andere Weise. Er sagt nämlich, das ist die Gattungspoetik, die für die Jahre danach normativ geworden ist, als stete Referenzgröße irgendwie, die ist eben klassisch geworden und wir orientieren uns und die frühe Literaturwissenschaft orientiert sich eben an dieser klassischen Gattungspoetik. Und wir haben das schon gesehen, also auch, dass wir von dieser triadischen Gattungslehre weiterhin beeinflusst sind, haben wir an verschiedenen Stellen gesehen, nicht zuletzt irgendwie an uns. Ich verweise nur nochmal auf den Fragebogen. Worum es mir aber allerdings geht, ist, dass vielleicht noch ein anderes normatives Moment in der Gattungspoetik, in der klassischen Gattungspoetik zu Hause ist. Da gehe ich gleich drauf ein, dann nochmal mit Herder. Ich muss der Vollständigkeit halber noch einen dritten Typ der Gattungspoetik, den Willems nennt, hier einführen. Das ist die resonierende Gattungspoetik, das ist eine Zwischenstufe. Man kann auch sagen, das ist die Gattungspoetik der literarischen Aufklärung oder überhaupt der Aufklärung. Diese Gattungspoetik ist resonierend, also vernünftelnd, könnte man sagen. Das hört sich allerdings so ein bisschen despektierlich an. Sie ist auf jeden Fall geleitet. Die Idee dahinter ist auch wiederum ganz einfach. Im Prinzip stellt die resonierende Gattungspoetik nach Willems so eine Art eben Übergangsphase dar. Man gibt sich jetzt nicht mehr mit der reinen Kommentierung zufrieden. Stattdessen versucht man aus den überlieferten Gattungsbegriffen mittels eben vernünftiger Reflexion allgemeine, abstraktere Gattungsordnung zu gewinnen. Man geht dann dabei dann eben doch noch von den historischen Gattungsbegriffen aus und orientiert sich noch nicht ganz an philosophischen Systemen. Das Verfahren ist prinzipiell ein induktives, wobei das hier sehr stereotyp dargestellt ist. Nach Willems scheitert dieses Projekt einer resonierenden Gattungspoetik jedoch einfach, weil man keine Ordnung in diese Gattungsvielfalt bringen konnte. Auf dem induktiven Wege ließ sich kein systematisches Prinzip gewinnen. Das gelang dann eben erst mit diesem Schritt in die spekulative Gattungspoetik, der allerdings dann eben auf Kosten nicht zuletzt der Geschichtlichkeit ging. Damit haben wir im groben Zügen diesen historischen Wandel irgendwie uns angeschaut. Das ist so die Grundlage der Forschung und das Begriffsraster der Forschung zum Wandel der Gattungspoetik vom 18. und 19. Jahr, im 18. und 19. Jahrhundert. Da entsteht dann eine sehr große Geschichte. Also das ist so Ablösung von mehreren Großprojekten der Gattungspoetik. Das ist im Prinzip und in dieser Übersicht ganz sicher richtig. Man sollte allerdings, glaube ich, bei zwei Punkten vorsichtig sein. Einmal bei der Vorstellung, dass hier sich bestimmte Poetiken ablösen, so als wäre dann auf einmal insgesamt Schluss mit dem einen Projekt und das nächste steht an. Das ist sicherlich nicht so. Wir können uns das nicht in einem so klaren historischen Nacheinander vorstellen. Das ist sicherlich so, dass bestimmte Ansätze neu auftauchen, aber alte Ansätze bleiben bestehen. Kommentierende Gattungspoetiken gibt es bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Vielleicht gibt es sie heute noch, da könnte man lange drüber diskutieren. Also wir haben kein eindeutiges Nacheinander, sondern schnell so ein Nebeneinander mit mehreren Projekten, mit mehreren poetischen Ansätzen. Das ist der eine Punkt. Den zweiten Punkt habe ich schon genannt. Das betrifft die Normativität der spekulativen Gattungspoetik. Meine Idee oder meine These ist, das schauen wir uns gleich an mit Herder, dass auch die Gattungspoetik eben nicht frei ist von normativen Elementen. Sie ist eben nicht rein philosophisch. Allerdings funktioniert diese Normativität etwas anders als bei der eben normativen Gattungspoetik im engeren Sinne, also dem, was wir links auf der Folie sehen. Dort ist es eben, die Normativität kommt dort über diese Musterexemplare, über die historischen Vorbilder ins Spiel. In der spekulativen oder systematischen Gattungspoetik wird Normativität anders realisiert. Wir gucken uns das am Beispiel von Herder an. Kommen also nochmal zurück zu dieser Sammlung zerstreuter Blätter. Wir hatten uns bisher diesen Abschnitt angeschaut, in dem Herder die beiden Gattungspoetiken unterscheidet oder Gattungsbegriffe unterscheidet und indem er den einen Typ, eben den historischen
der mit historischen Gattungsbegriffen arbeitenden Typ an den Lehrbüchern veranschaulicht. Für Herder, das hatten wir auch gesehen, scheint offenbar eine andere Gattungspoetik sinnvoll zu sein, also will eine Gattungspoetik, die mit philosophischen Begriffen arbeitet. Die kommen dann in der nächsten Passage ins Spiel. Wir lesen mal weiter. Herder sagt, schreibt, ich zweifle also nicht, dass neben diesen Gattungen und Namen, also den historischen, dass neben diesen Gattungen und Namen nicht noch andere möglich und wirklich sein sollten, wenn sie nämlich philosophisch unterschiede, wenn man sie nämlich philosophisch unterschiede. Denn Griechen und Römer haben auch im Reiche der Dichtung nicht alles erschöpft. Gegenteils gehen manche dieser Klassen unter eine Gattung zusammen und vielleicht ließen sich alle unter drei oder vier Worte der epischen, lyrischen, dramatischen und schlechthin lehrenden Poesie begreifen. Nur im Vorübergehen, auch hier, Herder liefert auch hier nur eine sehr oberflächliche Argumentation, Begründung für die drei oder vier Worte. Das ist noch nicht so richtig systematisch, philosophisch. Er bleibt eben in seinen Formulierungen auch relativ unscharf. Das sieht man auch, ne? Also er sagt, habe ich keinen Slide zu. Er spricht möglich oder wirklich sein sollten und dann sagt er sowas, vielleicht ließen sie sich auch zu drei oder vier Worten irgendwie da unterordnen. Also es ist irgendwie eine sehr unscharfe Formulierung, die hier ist. Wichtig aber, darum kommt es gar nicht so sehr an, sondern uns kommt es auf die Normativität oder wir fragen nach der Normativität dieses Ansatzes. Diese steckt in der Idee der drei oder vier Worte und damit eben in der Einteilung epische, lyrische, dramatische und, Herder sagt, schlechthin lehrende Poesie. Herder begründet, wie gesagt, nicht, warum er gerade diese drei oder vier Worte, warum es eben diese drei oder vier Worte sind, unter die alle Gattungen sich ordnen lassen, aber selbst mit einer Begründung hätte diese Beschränkung auf drei oder vier Gattungsbegriffe ein normatives Moment oder jedenfalls ein normatives Potenzial. Jetzt kommt der Grundgedanke, denn indem man irgendwie sagt, es gibt nur drei oder vier Gattungsbegriffe, die, er sagt es hier, alle anderen Gattungen zusammenfassen. In dem Moment kommt man in eine argumentatorische Zwangslage im Grunde. Also, wenn ich sage, es gibt zum Beispiel drei oder vier philosophische Gattungsbegriffe, die alle historische Gattungen abdecken müssen, dann besteht ja immer die Gefahr, dass ich auf historische Gattungen treffe, die da irgendwie nicht reinpassen, die sich irgendwie diesen drei oder vier Begriffen nicht unterordnen lassen. Ich kann diese nicht passenden, diese abweichenden Gattungen dann entweder passend machen oder ich kann sagen, wenn diese historische Gattung eben nicht unter meine philosophischen Begriffe fällt, dann ist sie halt keine literarische Gattung. In dem Moment habe ich dann eben tatsächlich eine Gattung ausgegrenzt, eben weil sie meinem philosophischen System nicht zu entsprechen vermag. Anders gesagt, indem ich zum Beispiel mit drei philosophischen Gattungsbegriffen argumentiere und damit die Grenzen der Literatur festlege, schaffe ich zugleich die Möglichkeit, historische Gattungen auszugrenzen. Philosophische Gattungsbegriffe bieten also immer auch die Möglichkeit für einen ganz bestimmten Typ der genrepolitischen Praktik, also eine Praktik des Ausgrenzens, und das ist eine dezidiert normative Praktik. Und tatsächlich macht Herder im Grunde genau sowas. Er macht es sogar auf der Ebene der philosophischen Gattungsbegriffe. Lesen wir mal noch etwas weiter. Im Folgenden kommentiert Herder dann kurz alle vier von ihm vorgestellten oder eingeführten Gattungsbegriffe. Zuerst die epische, dann die dramatische. Wir überspringen diese beiden Epik und Dramatik und kommen gleich zur Lyrik und dann zur lehrenden oder wie Herder hier sagt, dogmatischen Poesie. Ich lese vor. Die lyrische Poesie singt, es sei nun Freude oder Leid, Hass oder Liebe, Unterricht für sich oder für andere, genug, sie moduliert eine eigene Empfindung. Fällt diese Modulation weg und es bleibt bloß eine mit poetischem Schmuck gezierte Lehre, so wäre dies die dogmatische Poesie, die aber immer doch an einer oder mehrerer der vorigen Gattungen teilnehmen und von ihnen ihren Schmuck borgen musste, wenn sie ihres Namens wert sein wollte. Herder bestimmt hier zunächst knapp die lyrische Poesie und geht dann zur dogmatischen über. Dann aber wird es merkwürdig. Denn die dogmatische Poesie wird eben nicht eigenständig, sondern sie wird in Abhängigkeit von der lyrischen definiert. Bei der dogmatischen fällt im Vergleich mit der lyrischen etwas weg. Herder nennt das die Modulation.
Sie moduliert Empfindungen. Das fällt irgendwie weg bei der dogmatischen. Die ist also sowas wie eine Schwundstufe der lyrischen. Bei ihr bleibt bloß eine mit poetischem Schmuck gezierte Lehre. Das ist aber nur die erste Degradierung, die Herder hier vornimmt. Denn merkwürdigerweise wechselt Herder auf einmal ins Präteritum. Ne? Bei der lyrischen Poesie heißt es singt, wir sind im Präsens. Wenn es um die dogmatische oder lehrende Poesie geht, spricht er davon, musste, wenn sie ihres Namens wert sein wollte. Er wechselt ins Präteritum. Die dogmatische Poesie wird also in die Vergangenheit verlegt. Sie ist offenbar historisch. Dann aber kann sie eigentlich kein, nicht so recht ein philosophischer Gattungsbegriff sein. Also zumindest warum Präteritum? Ist sie vielleicht doch nur ein historischer Gattungsbegriff? Wobei Herder ja sogar im Grunde noch weitergeht. Die dogmatische oder die lehrende Dichtung gehört für ihn offenbar gar nicht zur Poesie. Also wenn sie ist, wie es heißt, an einer oder mehreren der vorigen Gattungen immer beteiligt. Also die dogmatische Poesie muss offenbar, wenn sie überhaupt Poesie sein will, eigentlich Lyrik, Epik, Drama sein. Und damit hat Herder eben seine drei oder vier Worte, von denen er am Anfang gesprochen hat, von seine drei oder vier philosophischen Gattungsbegriffe unter der Hand so auf drei reduziert, denn die dogmatische Poesie ist rausgestrichen worden. Also, wo es nur darum geht, zu sagen, was eines Namens wert ist und was nicht, da sind wir nun im Bereich des Normativen. Hier wird mittels der philosophischen Gattungsbegriffe wird ein normativer Begriff von Poesie eingeführt. Nur das ist Poesie, was unter einen dieser drei Gattungsbegriffe fällt. Alles andere ist dann eben keine Poesie. So zum Beispiel die bloß dogmatische oder bloß lehrende, die didaktische Lyrik, Dichtung. Die wird einfach mittels dieser Gattungsbegriffe so zack, zack, ein paar Operationen und raus ist sie aus dem Feld der Poesie ausgegrenzt. Also es wäre ein eigenes Kapitel, warum Herder hier immer, er schimpft ja nicht nur gegen die didaktische, gegen die lehrende Poesie, sondern auch noch gegen die Lehrbücher. Also das, offenbar haben die ein großes Problem so mit sowas, einem didaktischen Impuls. Und das ist tatsächlich die zeitgenössische Konstellation, auch die sich massiv gegen ein volksaufklärerisches Programm der Aufklärung richtet. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben einen zentralen normativen Mechanismus der klassischen oder eben spekulativ-systematischen Gattungspoetik gesehen. In dem Moment, in dem ich sage, das Feld der Poesie lässt sich vollständig mit einer festgelegten Anzahl von philosophischen Gattungsbegriffen ordnen, in dem Moment ziehe ich zugleich eine klare Grenze. Jede Gattung, jeder literarische Text, der zu diesen philosophischen Gattungsbegriffen nicht passt, fällt dann zwangsläufig aus dem Feld der Poesie. Also philosophische Gattungsbegriffe sind auch ein Instrument der Ausgrenzung und ein Instrument der Degradierung und das ist eben ein normatives Moment. Damit sind wir im Grunde zu Ende mit unserem Exkurs. Wir haben uns jetzt ein bisschen weiter in Geschichte verstrickt, müssen jetzt aber zwei Fäden aufnehmen, zwei Erzählfäden, die seit Anfang dieser Sitzung, beziehungsweise im Grunde schon seit der letzten Sitzung, im Raum liegen. Bei dem einen Erzählfaden handelt es sich um die Goethes jugendliche Rezension von Sulzer, mit der er eben gegen Sulzer ins Feld gezogen ist. Beim anderen Erzählfaden natürlich um Goethes Naturformenabschnitt. Ich will, dass diese beiden Erzählfäden im Folgenden miteinander verknüpfen. Wobei wir eine erste Verknüpfung auch schon ausgemacht haben. Sie besteht eben in Goethes lexikalischem Widerwillen, seinem Widerwillen gegen das lexikalische Prinzip. Den haben wir nämlich nicht nur in der Sulzer-Rezension gesehen, sondern wir haben ihn auch im Umfeld der Naturformnote gesehen. Wir hatten nämlich gesehen, dass Goethe einerseits eben diese alphabetische Reihung dort zitiert und parodiert, gleichzeitig nimmt Goethe bei der Strukturierung, beim Bau dieser beiden Abschnitte irgendwie Anleihen, oder so könnte man zumindest vermuten, Anleihen bei lexikalischen Gestaltungsprinzipien. Beide Abschnitte weisen eine Überschrift auf, die genauso funktioniert wie ein Lemma in einem Lexikon. Also man kann sagen, Goethe präsentiert hier zwar tatsächlich zwei lexikalische Lemmata, das sind Stellungnahmen, irgendwie Festsetzung von ihnen, die er gewissermaßen schon mal fit gemacht hat für das Lexikon. Also nicht nur lexikalischer Widerwillen, den Goethe formuliert, sondern er legt auch eine lexikalische Spur.
eben nämlich seinen Naturformabschnitt, der ja auch dann noch anfängt mit einer ziemlich klaren, gut zitierbaren Definition und dann einer folgenden Bestimmung, der also tatsächlich gut in ein Lexikon passen könnte. Worum es Goethe dann bei seiner mit diesem lexikalischen Vorstoß geht, das wissen wir bereits. Es geht eben darum, eine höher geordnete Ordnung zu etablieren, ein anderes Gattung, ein höher geordnetes Genre der Gattung. Also es geht um eine andere Ebene der Gattungsreflexion als in den Niederungen der Dichtarten. Was ich jetzt in dem Folgenden zeigen möchte, ist eben sowas wie das normative Moment, was auch in Goethes Naturformabschnitt steckt. Zugleich müssen wir eben auch Goethes Autorität nochmal berücksichtigen, denn das ist ja das, der Punkt bei Normen. Normen brauchen, wenn sie irgendwie durchgesetzt werden wollen, ein gewisses Maß an Autorität im Hintergrund. In diesem Fall ist es unter anderem Goethes Sprechakt, in dem diese Autorität steckt. Und wir gucken uns dann zwei Sprechhandlungen an, nämlich eben das Warnen und das Verwahren. Bevor wir das aber machen, machen wir 5 Minuten Pause. Kommen wir zurück und greifen wir jenen Erzählfaden wieder auf, der sich in Goethes 1772 erschienene Rezension einer lexikalisch-programmatischen Abhandlung von Sulzer verstrickt hatte. Bisher hatten wir aus dieser Rezension allein Goethes lexikalischen Widerwillen isoliert. 3 weitere Aspekte möchte ich im Folgenden eher stichpunktartig isolieren und diese dann, den Erzählfaden weiterstrickend, mit zu Goethes Naturformabschnitt nehmen. Ich nenne diese 3 Aspekte, 1 das antitheoretische Moment, 2 das elitaristische Moment, also von Elite, und 3 das hierarchische Moment. Alle 3 Momente hängen miteinander zusammen. Wir versuchen sie trotzdem einigermaßen isoliert irgendwie aus der Sulzer Rezension zu extrahieren. Wir fangen an mit der bereits bekannten Passage. Bisher hatten wir den letzten Satz noch nicht genauer betrachtet. Also der letzte Satz fängt an bei Malerei und Tanzkunst, Beredsamkeit und Baukunst, Dichtkunst und Bildhauerei, alle aus einem Loche durch das magische Licht eines philosophischen Lämpchens auf die weiße Wand gezaubert, tanzen sie im Wunderschein buntfarbig auf und nieder und die verzückten Zuschauer frohlocken sich fast außer Atem. Goethe spielt hier mit ersichtlicher polemischer Freude auf sehr viel Verschiedenes an. Unter anderem spielt er an auf Platons Höhlengleichnis, bei dem, Sie kennen das vielleicht auch, dass ja auch darum geht, irgendwie Schattenfiguren auf die Höhlenwand zu zaubern, zu projizieren. Im Detail ist der Platon-Bezug gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, was Goethe damit will. Er will nämlich eine bestimmte Art der Betrachtung, eine bestimmte Perspektive lächerlich machen. Man könnte das die philosophische oder auch eben die theoretische Perspektive nennen. Diese Perspektive auf die Künste produziert, so Goethe, nur Vorstellungen, die vielleicht die Zuschauer entzücken, dabei aber vor allem eines sind, nämlich Zauberwerk. Und damit nicht wirklich, sondern allein Tricks des Philosophen. Allein der Philosoph ruft diese Wunderscheine hervor, beziehungsweise diese im magischen Licht tanzenden Bildchen. Das ist eben nun genau das, was ich meine, eine antitheoretische Position. Der Philosoph mit seinem philosophischen Lämpchen sagt letztlich nichts über die wirkliche Welt, er produziert nur Zauberbilder. Diese Zurückweisung des Theoretischen zeigt sich dann auch an anderen Stellen noch. Wir lesen zum Beispiel Folgendes, ebenfalls in der Rezension. Wer von den Künsten nicht sinnliche Erfahrungen hat, der lasse sie lieber. Warum sollte er sich damit beschäftigen? Weil es so Mode ist? Er bedenke, dass er sich durch alle Theorie den Weg zum wahren Genusse versperrt, denn ein schädlicheres Nichts als sie ist nicht erfunden worden. Oder aber, wir lesen dies hier, dass einer, der ziemlich schlecht resonierte, sich einfallen ließe, gewisse Beschäftigungen und Freuden der Menschen, die bei ungenialischen, gezwungenen Nachahmern Arbeit und Mühseligkeit wurden, ließen sich unter die Rubrik Künste, schöne Künste klassifizieren, zum Behufe theoretischer Gaukelei, das ist denn der Bequemlichkeit wegen Leitfaden geblieben zur Philosophie darüber.
Der antitheoretische Gestus tritt deutlich zutage. Bei Sulzer geht es aus Goethes Sicht um nichts anderes, als theoretische Gaukelei. Ja, mehr noch, im ersten Zitat hält Goethe fest, dass ein schädlicheres Nichts als die Theorie nie erfunden worden sei. Das ist ziemlich radikal formuliert und vielleicht auch gar nicht so radikal gemeint. Wichtig ist vielmehr, was Goethe der Theorie entgegenstellt, nämlich zunächst und vor allem die sinnliche Erfahrung. Denn wer von den Künsten nicht sinnliche Erfahrung hat, der lasse sie lieber. Schon hier findet also eine Ausgrenzung statt. Am Diskurs über Kunst sollte und darf nach Goethe nur jener teilnehmen, der als praktischer Experte in Sachen Kunst gelten kann. Das muss hier noch nicht unbedingt ein Künstler sein, das können auch zum Beispiel Kunstkenner, es kann sich auch zum Beispiel um Kunstkenner handeln, aber der Künstler selbst hat natürlich auf besondere Weise irgendwie sinnliche Erfahrungen von der Kunst, der hat eben ganz konkrete praktische Erfahrungen. Dass die Reflexion von Kunst in engem Bezug stehen muss zum konkreten Umgang mit ihr, das zeigt auch die nächste Passage. Wenn irgendeine spekulative Bemühung den Künsten nützen soll, so muss sie den Künstler gerade angehen, seinen natürlichen Feuer Luft machen, dass es um sich greife und sich tätig erweise. Denn um den Künstler allein ist zu tun, dass er keine Seligkeit des Lebens fühlt, als in seiner Kunst, dass, in sein Instrument versunken, er mit allen seinen Empfindungen und Kräften da lebt. Am gaffenden Publikum, ob das, wenn's aufs gegafft hat, sich Rechenschaft geben kann, warum's gaffte oder nicht, was liegt an dem? Um den Künstler allein ist es zu tun. Jede Reflexion über Kunst, so Goethe, muss den Künstler angehen. Sie muss der Kunst dienen, sie befördern, muss den Künstler anregen. Das ist wiederum nichts anderes als normativ, was Goethe hier macht. Im Zentrum des Diskurses über die Kunst muss der Künstler stehen. Und so kann man eben aus Goethes Rezension auch ablesen, dieser Künstler sagt zugleich, wer überhaupt die Erlaubnis hat, über die Kunst zu reden. Wenn ein Künstler wie Goethe merkt, dass dort einer wie Sulzer spricht, der eben nur ein theoretischer Gaukler ist, dann hat der Künstler, der Praktiker, das volle Recht, diese theoretische Gaukelei zurück- und zurechtzuweisen. Damit haben wir das erste Moment isoliert, Goethes antitheoretische Haltung, die eben wesentlich getragen ist von der Annahme, dass eben nur Künstler und Kunstkenner über Kunst reden können. Das zweite Moment, das Elitaristische. Beobachten lässt sich dieser Elitarismus bereits in der Passage, die wir uns eben angeschaut haben, denn Goethe sagt in dieser Passage nicht nur, dass die Kunstreflexion allein um des Künstlers willen erfolgen darf, er weist auch entschieden eine andere Zielgruppe zurück. Ich zitiere den letzten Satz, am gaffenden Publikum, ob das, wenn's ausgegafft hat, sich Rechenschaft geben kann, warum's gaffte oder nicht, was liegt an dem? Solche Abgrenzung gegenüber einem deutlich abgewerteten Publikum finden sich an mehreren Stellen. Gleich zu Beginn heißt es etwa, Sulzer wolle in seiner Theorie nach Art der Alten mit einer exoterischen Lehre das arme Publikum abspeisen und diese Bogen sind womöglich unbedeutender als alles andere. Also eine exoterische Lehre, das ist eine Lehre, die nach außen gerichtet ist, die sich eben nicht nach innen, in einen Inner Circle, sondern eben nach außen und das heißt eben an ein größeres Publikum. Solche Schriften aber, solche exoterischen Lehren sind in Goethes Augen wertlos, denn mit der Kunst, mit der wahren Kunst, haben sie nichts zu tun. Nehmen wir noch eine Passage hinzu. Herr S. beantwortet auch die Frage nicht, also es muss uns gar nicht interessieren, um welche Frage es geht, Herr S. beantwortet auch die Frage nicht, sondern deutet nur, worauf es hier ankomme und wir machen das Büchlein zu. Ihm mag sein Publikum von Schülern und Kennerchens getreu bleiben. Wir wissen, dass alle wahre Künstler und Liebhaber auf unserer Seite sind, die so über den Philosophen lachen werden, wie sie sich bisher über die Gelehrten beschwert haben. Auf der einen Seite die Schüler und Kennerchens, die nichts anderes sind als das gaffende arme Publikum, die breite Masse der Unverständigen. Auf der anderen Seite hingegen ein exklusiver, ja ein elitärer Kreis aus wahren Künstlern und Kunstliebhabern. Und Goethe lässt keinen Zweifel daran aufkommen, auf welcher Seite er selbst steht. Natürlich auf der Seite der Elite, das ist unsere Seite. Und auf dieser Seite wird natürlich gelacht über all die Philosophen und Gelehrten, die sich mit ihren Lehren dem armen Publikum zuwenden.
Sehr deutlich markiert Goethe hier, dass der Diskurs über Kunst ein elitärer Diskurs ist, geführt von einer kleinen, mit der Kunst vertrauten Elite. Das Volk hingegen muss draußen bleiben. Schon hier zeigt sich dabei letztlich ein hierarchisches Denken. Natürlich stehen der Künstler und die eingeweihten Liebhaber stehen natürlich über dem Volk, die stehen über dem Publikum. Und natürlich stehen sie auch über den Philosophen und über den Gelehrten. Eine Gleichordnung oder irgendwie eine Nebenordnung ist hier undenkbar. Also das Kennerchen hat mit dem Kunstliebhaber und schon gar nichts zu tun und schon gar nichts mit dem wahren Künstler. Es steht halt viel niedriger, was auch die Verniedlichungsform schon zeigt. In diesem Fall bezieht sich das hierarchische Denken, also im Sinne eines Elitediskurses, allerdings auch letztlich auf eine soziale Hierarchie. Große Teile der Bevölkerung, des Publikums, sind einfach nicht gebildet genug, nicht erfahren genug im Umgang mit Kunst, haben vielleicht auch einfach nicht den richtigen, den entsprechend gebildeten Geschmack, um sich mit der wahren Kunst wirklich zu beschäftigen. Die gaffen halt alle nur. Zu dieser sozial-elitären Hierarchie kommt nun aber auch noch eine andere Hierarchie hinzu. Erinnern wir uns kurz. Bereits in der Passage, von der wir ausgegangen sind, da hatte Goethe ja festgestellt oder eben sich gegen dieses Prinzip des Nebenordnens oder des Hintereinanderordnens verwehrt. Was steht im Lexiko? Nicht alles hintereinander, hatte Goethe gefragt und dann exemplarisch auf die Reihe Malerei, Tanzkunst, Beredsamkeit, Baukunst, Dichtkunst, Bildhauerei verwiesen. Goethe verwehrt sich hier also gegen die Nebenordnung der Künste. Und jetzt schauen wir uns den vorletzten Absatz der Sulzer Rezension an. Ist etwas länger. Gott erhalt unsere Sinnen und bewahre uns vor der Theorie der Sinnlichkeit und gebe jedem Anfänger einen rechten Meister. Weil denn die nun nicht überall und immer zu haben sind und es doch auch geschrieben sein soll, so gebe uns Künstler und Liebhaber ein Periäauton, also ein Bericht kann man sagen. Also so gebe uns Künstler und Liebhaber einen Bericht seiner Bemühungen, der Schwierigkeiten, die ihn am meisten aufgehalten, der Kräfte, mit denen er überwunden, des Zufalls, dem geholfen, des Geists, der in gewissen Augenblicken über ihn gekommen und ihn auf sein Leben erleuchtet, bis er zuletzt, immer zunehmend, sich zum mächtigen Besitz hinaufgeschwungen und als König und Überwinder die benachbarten Künste, ja die ganze Natur zum Tribute genötigt. Skizziert wird hier zunächst das Gegenprogramm zu Sulzers Enzyklopädie, wobei Goethe hier noch einmal seine antitheoretische und elitaristische Position markiert. Keine Theorie der Sinnlichkeit, sondern Berichte von Kennern, von Künstlern und Liebhabern. Also keine Theorie, sondern so etwas wie Werkstattberichte. Die freilich können nur von einer Elite kommen. Gesucht werden im Grunde Meister, also große Künstlerpersönlichkeiten, die sich weit erheben über den Rest der Menschheit. Das ist das Prometische beim frühen Goethe. Was einem solchen Meister gelingt, wodurch er sich auszeichnet, das kommt dann am Ende. Ein großer Künstler ist König und Überwinder. Er hat die benachbarten Künste, ja die ganze Natur, zum Tribute genötigt. Sogar die Natur. Also das ist ziemlich viel. Für uns interessant ist aber vor allem die Textstelle zuvor. Ne? Der große Künstler ist nämlich einer, der durch seine Kunst zugleich eine Hierarchie der Künste herstellt. Er ist ein Überwinder der benachbarten Künste. Oder anders formuliert, also dem Selbstverständnis nach muss für jeden großen Künstler die eigene Kunst die höchste sein. Das ist banal. Er muss sich darum bemühen, alle anderen Künste zu überwinden, sie zu erniedrigen und seine Kunst allen anderen überzuordnen. Für einen solchen Künstler, und mir scheint, Goethe selbst meint, er sei so ein Künstler, das muss man vielleicht dazu sagen, für einen solchen Künstler ist die vermeintlich kunstferne Perspektive, wie Sulzer sie einnimmt, ein Greuel. Für Sulzer, der eben kein Künstler ist, stehen eben alle Künste, das ist prinzipiell erstmal ein demokratischer Impetus, stehen alle Künste prinzipiell auf der gleichen Stufe. Ne? Tanzkunst, Malerei, Baukunst, Bildhauerei, Dichtkunst, Beredsamkeit und so weiter. Dagegen aber geht Goethe vor, genau dagegen geht er vor. Für Goethe geht es um Hierarchien, es geht um soziale Hierarchien, es geht um Hierarchien von Individuen und sozialen Gruppen, aber eben auch um Hierarchien von Künsten, von Kunstgattungen. Goethe ist hier ein klarer Anhänger des Adels, er will den König, er sucht den König. Drei Momente haben wir also isoliert, drei Aspekte hervorgehoben. Goethe ist Vertreter einer antitheoretischen Position, einer elitaristischen Position und er zeigt ein hierarchisches Denken. Aus dieser Position heraus, formuliert er dann, und der ist gerade mal dem Teenageralter entwachsen, man muss sich das tatsächlich vor Augen führen, aus dieser Position heraus formuliert er dann eben seine Warnung.
dass eine Theorie der Künste für Deutschland noch nicht gar in der Zeit sein möchte, haben wir schon ehemals unsere Gedanken gesagt. Wir bescheiden uns wohl, dass eine solche Meinung die Ausgabe eines solchen Buches nicht hindern kann. Also Goethe kann nicht zensieren, sagte er, er kann leider nichts dagegen machen. Es gibt zumindest in Grundzügen sowas wie ein freies Meinungsäußerungsrecht. Aber nur warnen können und müssen wir unsere guten jungen Freunde vor dergleichen Werken. Das ist vielleicht der zentrale Sprechakt von Goethes Rezension, der Sprechakt, der die ganzen Ausführungen durchwirkt. Von seiner Art von Kunstreflexion, vor so einer Art von Kunstreflexion muss gewarnt werden. Sie ist, das klingt darin an, gefährlich, schädlich, gerade für die guten jungen Freunde, sagt warnend und ziemlich altklug einer, der eben auch noch ein sehr junger Freund ist. Dieser Jugendhaftigkeit von Goethe entsprechend ist das alles auch ziemlich großsprecherisch. Goethe selbst hat später mit Blick auf diese frühen Rezensionen aus den Frankfurter Gelehrten Anzeigen eingeräumt, dass alles sei, Zitat, wild aufgeregt und flüchtig hingeworfen, so nennt er das. Und in der Tat, der Text ist sehr von einem avantgardistisch-revolutionären Gestus geprägt, wie fast alles, was Goethe in dieser Zeit geschrieben hat. Hier spricht eben ein Stürmer und Dränger, der sich mit großem Werf nahezu gegen alles richtet, was ihm in den Weg kommt, nur um sich selbst und seine Ideen durchzusetzen. Hier spricht jemand, der selbst ein König und Überwinder sein will. Darüber hinaus steckt, auch das muss gesagt sein, in der Sulzer Rezension sehr viel Gedankengut, von dem sich Goethe in seiner klassischen Zeit vehement distanziert hat. Das betrifft unter anderem Naturbegriffe und so weiter. Ich habe diese Textstellen aber auch ganz absichtlich nicht genannt, denn für uns sind sie nicht so wichtig. Denn selbst wenn man diese aggressive Grundhaltung des Stürmer und Drängers abzieht und dann andererseits das abzieht, was Goethe sich noch irgendwie, wo Goethes Denken sich deutlich geändert hat, selbst dann scheinen mir diese drei Aspekte, die wir haben, also antitheoretische Haltung, Elitarismus, hierarchisches Denken, die bleiben erhalten bei Goethe. Das bleibt bestehen, noch jahrzehntelang, wir werden das gleich sehen. Man könnte hier mit dem Soziologen Pierre Bourdieu sagen, wir haben hier eine Art Habitus von Goethe zu packen gekriegt. Also so eine Art Habitus, in diesem Fall auch als ein Wahrnehmungs- und Weltwahrnehmungsmuster. Das ist bei Goethe geprägt durch seine Erziehung, durch seine soziale Umwelt, das könnte man sich genauer anschauen, und prägt daraufhin dann wieder seine Wahrnehmung der Kunst, seine Wahrnehmung seiner Umwelt und eben auch der Literatur. Auch diese Wahrnehmungsstruktur, dieser Habitus ist nicht ganz frei von Veränderung, aber er bleibt sich doch im Prinzip relativ ähnlich. Und dass er das tut, will ich Ihnen jetzt an den Naturformen zeigen. Dieser Naturformabschnitt aus Goethes Divan hat nun allerdings auf den ersten Blick so überhaupt nichts mit dem identifizierten Elitarismus und eben der antitheoretischen Haltung zu tun. Und auch ein hierarchisches Denken zeigt sich, wenn man diesen Naturformabschnitt an sich fokussiert, eher nicht. Im Gegenteil, die Naturformen werden von Goethe ja keineswegs irgendwie noch einmal hierarchisiert. Die drei Lyrik, Drama, Epik sind prinzipiell gleichrangig. Dass dem Abschnitt dennoch ein hierarchisierender Impetus zugrunde liegt, zeigt sich in aller Deutlichkeit insofern erst dann, wenn man, und das haben wir bereits getan, den Dichtartenabschnitt mit berücksichtigt. Denn dann nämlich zeigt sich, dass Goethe mit den Naturformen tatsächlich ein höher geordnetes und zudem ein grundlegenderes Genre der Gattungen einführt. Wir hatten gesagt, die Naturformen sind tatsächlich von einer anderen und das heißt in diesem Fall auch höherwertigen Qualität. Sie sind substanzieller, wesentlicher, echter als die Dichtarten. Naturformen sind sowas wie der Adel unter den Gattungen. Was sich darüber hinaus ebenfalls erst dann zeigt, wenn man den Dichtartenabschnitt berücksichtigt, das ist der Vorschlagscharakter von Goethes Naturformen-Idee. Denn es gibt im Grunde ja sowas wie eine Einleitung zu diesem Naturformabschnitt. Nur das Problem ist, dass diese Einleitung eben nicht am Anfang des Abschnitts steht, sondern am Ende des anderen Abschnitts, was diesen Naturformabschnitt auch besser zitierbar macht. Also am Ende des Dichtartenabschnitts sagt Goethe eben, wir bringen daher Folgendes der Prüfung dar. Das ist ein Vorschlag, also den er hier unterbreitet, etwas, das erstmal so in den Raum gestellt wird, aber eben noch der Prüfung harrt. Dem Naturformabschnitt selbst ist dieser Vorschlagscharakter, das ist geschickt, auch mit Blick auf spätere Kanonisierung und Lexikalisierung, aber eben nicht mehr abzunehmen. Der setzt gleich in medias res ein mit einer Definition. Hier ist Goethe eben klar setzend, bestimmt, definierend.
eben in gewisser Weise wie in einem Lexikon-Eintrag, der ja auch nicht am Anfang sagen kann, naja, Gattung, ich schlage mal vor, das so und so zu nennen. Lexikalische Sprechakte sind setzend. Das Ganze zeigt sich allerdings erst, wenn wir diesen Naturformabschnitt nicht, wie das heute in der Forschung immer noch häufig passiert, isoliert betrachten, sondern wenn wir so langsam anfangen, ihn in seine Kontexte einzubetten, eben in diesem Fall nur den Kontext der Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis, beziehungsweise konkret den Dichtartenabschnitt. Es lohnt sich allerdings noch etwas weiter zu schauen, denn tut man das, dann zeigen sich nicht nur eben das antitheoretische Moment auch noch, sondern auch der Elitarismus. Deutlich wird dann nämlich, in welchen Sprechakt Goethes Naturformabschnitt eingebunden ist. Und da wird eine Überschrift wichtig, die explizit einen Sprechakt markiert. Wir blättern mal einmal durch die Divan-Ausgabe, wir blättern mal rückwärts. Wir sind bei unserem Naturformabschnitt, der steht auf der rechten Seite. Werden wir einmal zurückblättern, kommen wir eben zu unserem Dichtartenabschnitt. Wenn wir dann noch weiter zurückblättern, kommen wir, und das sind alles die aufeinanderfolgenden Seiten, kommen wir zu einem Abschnitt, der Verwahrung heißt. Das ist ein substantiviertes Verb, es kommt von verwahren, ich verwahre mich einer Sache, damit markiert man einen konkreten Sprechakt. Das grammatisch-kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, das ist das vielleicht wichtigste Wörterbuch für diese Zeit um 1800. Das wurde erstellt von Johann Christoph Adelung und man nennt es in der Regel auch Adelung. Sie finden das in verschiedenen Auflagen, verschiedenen Versionen im Netz, falls Sie mal recherchieren wollen. Also im Adelung gibt es dazu etwas Genaueres zu lesen. Was heißt eigentlich verwahren? Im Artikel steht dort, dass Verwahren gebraucht wird im Sinne von seine Rechte durch eine Protestation in Sicherheit zu setzen suchen. Daher die Verwahrung denn auch so viel, auch wohl so viel als eine Protestation ist. Da heißt es dann weiter. Also eine Protestation, Goethe protestiert hier. Wir haben es mit einer Art Protestnote, einem Protestschreiben des Olympias zu tun. Aber wogegen protestiert er? Unmittelbar, bevor er dann seinen Vorschlag mit den Naturformen der Prüfung darbringt. Lesen wir es nach. Der Anfang des Abschnitts Verwahrung. Wenn jemand Wort und Ausdruck als heilige Zeugnisse betrachtet und sie nicht etwa wie Scheidemünze oder Papiergeld nur zu schnellem, augenblicklichen Verkehr bringen, sondern im geistigen Handel und Wandel als wahres Äquivalent ausgetauscht wissen will, so kann man ihm nicht verübeln, dass er aufmerksam macht, wie herkömmliche Ausdrücke, woran niemand mehr Arges hat, doch einen schädlichen Einfluss verüben, Ansichten verdüstern, den Begriff entstellen und ganzen Fächern eine falsche Richtung geben. Das ist ziemlich umständlich gesagt und Sie können das gerne dann irgendwann nochmal auf den Slides nachlesen. Goethe hält hier dann doch aber einen relativ einfachen Gedanken fest. Ne? Wort und Ausdruck sind für ihn eben nicht nur zur momentanen Verständigung irgendwie da, sondern sie sind nicht zum schnellen, augenblicklichen Verkehr, heißt es. Sie sind irgendwie wichtiger. Wort und Ausdruck sind machen mehr als nur Kommunikation in aktuellen Situationen. Wichtig sind sie vor allem deshalb, weil sie Konsequenzen für die Wirklichkeit haben. Ne? Also Begriffe üben schädlichen Einfluss aus. Wort und Ausdruck, es geht üben schädlichen Einfluss aus, sie verstellen Begriffe, verdüstern Ansichten oder können sogar ganzen Fächern eine falsche Richtung geben. Also mit Begriffen macht man etwas. Und mit welcher Bezeichnung wir einen Begriff versehen, macht irgendwas mit dem Begriff. Es macht zum Beispiel etwas mit einem Begriff, wenn ich ihn Naturformen als Naturformen der Dichtung bezeichne und nicht einfach als Hauptgattung. Man könnte also hier schon sagen, Goethe fängt gerade an, seine Begriffspolitik oder seine Einführung der Bezeichnung Naturform der Dichtung schon mal rhetorisch vorzubereiten. Also wir haben tatsächlich hier sowas wie Wort- oder Begriffspolitik. Wie wir Dinge nennen, wie wir Begriffe definieren, das macht etwas mit unseren Vorstellungen. Und es macht etwas mit Hierarchien oder vorsichtiger formuliert, es macht etwas mit unseren Ordnungen. Denn Wort und Ausdruck, so heißt es ja am Ende der Passage, können eben auch ganzen Fächern, ganzen Disziplinen, kann man hier sagen, eine falsche Richtung geben. Also das ist sowas wie die Begründung für Goethes Protestnote, für seinen protestierenden Sprechakt. Der alte Herr fühlt sich zu einer, sagen wir, begriffspolitischen Intervention herausgefordert. Und zwar deshalb, weil eben herkömmliche Ausdrücke kursieren, die er, so scheint es, nicht akzeptieren kann.
wogegen sich Goethes begriffspolitische Intervention richtet, erfahren wir dann im nächsten Absatz. Von der Art möchte wohl der eingeführte Gebrauch sein, dass man den Titel Schöne Redekünste als allgemeine Rubrik behandelt, unter welcher man Poesie und Prosa begreifen und eine neben der anderen ihren verschiedenen Teilen nach aufstellen will. Und schon sind wir wieder mittendrin in Goethes Ordnungspolitik. Hinter dem Begriffspolitischen und steht ein ordnungspolitisches, ja sogar, wir werden das gleich sehen, ein gattungspolitisches Interesse. Und das heißt, Goethe formuliert hier eine weitere Ordnungsidee. Nach der Naturform Triers und der Dichtarten und der Unterscheidung in zwei Genres der Gattung, also in Naturform und Dichtarten, nach diesen beiden Unterscheidungen, nach diesen beiden Ordnungsideen haben wir hier vielleicht sogar noch zwei weitere. Das eine betrifft das Verhältnis von Prosa und Poesie und die andere Ordnungsidee betrifft das Verhältnis von Poesie und schöner Redekunst. Schönen Redekünsten. Aber der Reihe nach. Was ist hier Goethes Problem? Wogegen verwahrt er sich? Na, er verwahrt sich dagegen, wir kennen es, dass da etwas über- und untergeordnet und dass da etwas anderes nebengeordnet wird. Die Ordnung ist sein Problem, gegen die Ordnung protestiert er. Oder konkret und schematisch dargestellt, während Goethe dies schreibt, ist es offenbar Gebrauch, eine allgemeine Rubrik, schöne Redekünste anzusetzen und in diese Rubrik dann die Poesie und Prosa jeweils in ihren verschiedenen Teilen einzuordnen. Dagegen verwahrt sich Goethe, dagegen protestiert er. Er begründet diesen Protest dann auch, und zwar, in diesem Fall begründet er ihn tatsächlich, und zwar in den unmittelbar folgenden Abschnitten. Wir springen aber erst einmal ans Ende des Verwahrungsabschnitts. Dort bekräftigt er seine Protestnote nochmal und man sieht auch noch einige andere Sachen. Also wir zitieren das Ende, ich zitiere das Ende. Durch jene von uns gerügte Rubrik ist nun die Poesie entwürdigt, indem sie der Redekunst bei, wo nicht untergeordnet wird, Namen und Ehre von ihr ableitet. Also die gerügte Rubrik, das ist die schöne, sind die schönen Redekünste. Diese Benennung und Einteilung hat freilich Beifall und Platz gewonnen, weil höchst schätzenswerte Bücher sie an der Stirn tragen und schwer möchte man sich derselben so bald entwöhnen. Ein solches Verfahren kommt aber daher, weil man bei Klassifikation der Künste den Künstler nicht zu Rate zieht. Dem Literator kommen die poetischen Werke zuerst als Buchstaben in die Hand. Sie liegen als Bücher vor ihm, die er aufzustellen und zu ordnen berufen ist. Also die Unterordnung unter die schönen Redekünste ist nach Goethe eine Entwürdigung. Poesie hat für ihn eigentlich einen anderen, nämlich einen höheren Wert als die Redekunst. Wird sie der Redekunst untergeordnet, dann steht sie irgendwie, dann sinkt sie auch im Wert. Das ist problematisches Denken, es geht hier um Begriffs- und nicht um Werthierarchien, aber Goethe sieht das so und da hängt natürlich auch was dran. Dass es zu dieser Entwürdigung, zu dieser Herabsetzung der Poesie kommt, hat dabei für Goethe eben einen konkreten Grund und den kennen wir auch schon. Man zieht halt den Künstler nicht zu Rate. Das machen wiederum Experten, die selbst von Kunst, also oder keine Experten, keine Kunstexperten, Leute nämlich, die von Kunst zu wenig Ahnung haben. Goethe markiert damit tatsächlich wiederum den Alleinvertretungsanspruch des Künstlers im Gebiet der Künste. Also es geht hier um eine Form exklusiver, ja elitärer Zuständigkeit. Gegner ist diesmal allerdings nicht so sehr der Gelehrte, der Theoretiker, sondern er nennt das den Literator. Das ist auch schon damals ein eher antiquierter Begriff, der meint so etwas wie vielleicht wie Sprachlehrer, aber auch Gelehrter kann man darunter verstehen. Der ist schillernd, relativ schillernd. Er hat aber auch eine abwertende Konnotation in diesem Fall. Und vor allen Dingen, wenn Goethe hier davon spricht, dass der Literator derjenige ist, der Bücher aufstellt und ordnet, dann können wir auch zum Beispiel an Bibliothekare und Buchhändler denken, die hier tatsächlich Gattungssystematik machen, entwickeln müssen. Goethe hatte sehr gute Kenntnisse der Weimarer Republik und hat da auch für gearbeitet teilweise und also war mit solchen Prinzipien vertraut. Also es geht auch hier um Deutungsmacht wieder und es geht um generisches Labeling, so könnte man das nennen. Selbst höchst schätzenswerte Bücher, sagt Goethe, höchst schätzenswerte Bücher tragen diese Benennung an der Stirn tragen. Und das ist nichts anderes als ein Label. Etwas an der Stirn tragen ist ein Label. Die Frage ist nur, worauf bezieht sich Goethe hier eigentlich? Ne? Fragen wir also kurz, so hatte ich das letzte Woche genannt, nach der Relationalität des Sprechaktes. Er bezieht sich ja hier offenbar auf etwas und das steht nicht einfach so im Raum. Wogegen richtet er sich eigentlich? In der Goethe-Forschung, also zum Beispiel im Kommentar zur Hamburger Ausgabe, fällt immer nur ein Name.
tatsächlich ein Name, beziehungsweise, genau, ein Name wird genannt, das ist der Name von Josef von Hammer. Hammer ist der Verfasser einer Geschichte der schönen Redekünste Persiens. Für seine Noten und Abhandlungen, eben den Text, in dem die Naturformabschnitt erschienen ist, dafür hat Goethe mit dieser Geschichte von Hammer gearbeitet. Das wissen wir und insofern ist es natürlich naheliegend, dass er sich gegen ihn wendet. Immerhin trägt ja auch dieses Buch den Titel Schöne Redekünste auf der Stirn. Aber reicht ein einzelnes, durchaus recht exotisches Buch wirklich für so eine Protestnote aus? Ich meine, schreibt Goethe hier tatsächlich nur gegen dieses eine Buch an? Und er spricht ja eigentlich auch davon, dass dieser Titel mittlerweile eingeführter Gebrauch sei, also das Label Schöne Redekünste. Ich werde Ihnen einige weitere Beispiele nennen, um auch die Reichweite dieser Intervention von Goethe mal deutlich zu machen. Das sind Beispiele, die eben auch zeigen, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Erstes Beispiel. In der Einleitung zu seinem Werk schreibt Hammer, er habe, Zitat, die Geschichte der schönen Literatur der Türken als eine Abteilung der Literaturgeschichte Herrn Hofrats Eichhorn bearbeitet. Also er hatte vorher schon eine türkische Literaturgeschichte, einen Teil geschrieben zu einem Buch von Herrn Hofrat Eichhorn und dann sagt er, das hat ihn zu diesem, zu den schönen Redekünsten Persiens inspiriert. Dieser Eichhorn, das ist ein, so sieht er aus, niedlicher Typ, niedlich, ja. Bubihafter Typ zumindest. Sie sehen ihn hier, das war ein Göttinger Philologe, Orientalist, Historiker, vielleicht tatsächlich auch sowas wie ein früher Komparatist. Der hat eben die Geschichte der Literatur von ihren Anfängen bis in die neueste Zeit geschrieben. Und gucken wir einfach nur mal kurz ins Inhaltsverzeichnis, hier aus zum zweiten Band. Da gibt es eben die Hauptkategorie Schöne Redekünste und dann kommen darunter Poesie und Prosa. Das ist genau das, wogegen Goethe ins Feld zieht. Es gibt weitere Beispiele. Wir wissen aus den Leihkatalogen der Weimarer Bibliothek ziemlich genau, was Goethe ausgeliehen hat sich. Unter anderem ausgeliehen hat er sich Friedrich Buterweg Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des 13. Jahrhunderts. Genau, er hat sich den 5. Band ausgeliehen. Ich springe darüber kurz weg. Man sieht hier, Buterweg schwimmt hin und her und sagt, man kann unter anderem gar nicht mehr trennen zwischen Beredsamkeit und Poesie. Und Beredsamkeit steht hier für Prosa im weitesten Sinne. Das muss Goethe ein Greuel gewesen sein. Ein absoluter Skandal, wenn man da nicht mehr zwischen unterscheiden kann. Und eigentlich zeigt es nur, und das lassen auch briefliche und Tagebuchnotizen von Goethe deutlich werden, eigentlich zeigt es nur, dass Buterweg das nicht kann, dass der einfach nicht kompetent genug ist. Goethe verachtet ihn, wie Sulzer. Also der fällt manchmal tatsächlich zusammen in einem Satz mit Sulzer. Weiteres Beispiel, ebenfalls entliehen, hat Goethe ein Grundriss einer Geschichte der Sprache und Literatur der deutschen Zeit, der Deutschen von den ältesten Zeiten bis auf Lessings Tod von Erduin Julius Koch, der ist ein so kleiner Mensch der Geschichte, dass ich noch nicht mal ein Bild von ihm gefunden habe. In der Vorrede konnte er dann zum Beispiel sowas lesen, ich zitiere, der gegenwärtige zweite Band beschließt die Geschichte der deutschen Poesie, der nächste folgende soll die Geschichte der deutschen Beredsamkeit umfassen und so die erste Abteilung der ganzen schließen, welche der Geschichte der schönen Wissenschaften oder wie man diese richtiger nennen sollte, der schönen Redekunste enthalten soll. Auch hier, Gesamtüberbegriff ist schöne Redekunste, darunter Beredsamkeit bzw. Prosa und darunter Poesie. Und es geht weiter. Zwei Beispiele habe ich noch. Das ist das vorletzte. Den kennen Sie bereits, Johann Joachim Eschenburg mit seinem Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften. So heißt dieses Buch allerdings nur in den ersten Auflagen. Gesundheit. So heißt es nur in den ersten Auflagen, 1783 und folgende. Ab der dritten Auflage tritt an die Stelle dieses Titels ein anderer. Heißt es hier noch Schöne Wissenschaften, heißt es ab der dritten Auflage 1805 Schöne Redekünste, 1817 die aktuelle Auflage, die gerade vorliegt, als Goethe die Divan-Notizen schreibt, auch dort Schöne Redekünste. Letztes Beispiel. Auch den hier kennen Sie bereits gut, das ist der arme Johann Georg Sulzer mit seiner allgemeinen Theorie der schönen Künste. Und bei dem, was Goethe bei Sulzer lesen konnte, muss es ihm wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen sein. Dazu ließen sich unglaublich viele Textstellen anführen. Ich nehme nur eine. Sulzer spricht tatsächlich von einer Einteilung der redenden Kunst in gemeine Rede, Beredsamkeit und Dichtkunst. Wenn man sich das nochmal nebeneinander anschaut, redende Kunst, gemeine Rede, Beredsamkeit,
Dichtkunst. Hier geht es also nicht nur darum, dass Poesie und Prosa unter einem Obertitel auf gleiche Ebene gestellt werden, sondern was hinzukommt, ist die gemeine Rede. Das ist tatsächlich Alltagsrede. Sulzer ist auch hier wieder absolut materialistisch, materialistisch ja schon fast irgendwie demokratisch. Das ist ihm gleichgeordnet. Das sind verschiedene Formen der Rede und das geht für Goethe gar nicht. Also hier, Poesie ist hier auf der gleichen Rangebene wie das Alltagsgespräch. Das ist wieder diese absolute Radikalisierung. Dagegen muss sich sein Elitarismus massiv geregt haben. Also, das waren meine Beispiele. Es sollte deutlich geworden sein, was Goethe meint, wenn er sagt, die Benennung und Einteilung haben freilich Platz gewonnen. Das ist tatsächlich ein aktuelles Problem, eine Entwicklung, die damals abläuft. In diesen vielstimmigen Sprechraum und nicht nur gegen Hammer, wie immer bisher immer behauptet wird, in diesen vielstimmigen Sprechraum interveniert Goethe jetzt mit seiner Naturformennotiz, beziehungsweise erstmal nur mit dieser offensichtlich nur, auch das wurde nicht wahrgenommen bisher, mit dieser Verwahrungsnotiz. Es ging da tatsächlich irgendwie um etwas, da war irgendwas im Gange und dagegen wendet sich Goethes Sprechakt. Und interessant, das wäre jetzt sehr monokausal, ist, schöne Redekunste spielen für uns heute keine Rolle mehr. Der Begriff ist verschwunden, der verschwindet schon im Laufe des 19. Jahrhunderts. Also es ist ein bisschen zu einfach zu sagen, jetzt Goethe war tatsächlich erfolgreich, aber er hat da tatsächlich, ich glaube, er ist ein Teil dieser Intervention oder ein Teil dieser Entwicklung, dass die schönen Redekünste dann doch tatsächlich zurückgedrängt wurden und stattdessen eben die Trias kamen. Also, wir haben diesen Sprechakt der Verwahrung jetzt in seinem Kontext rekonstruiert. Uns fehlt noch eine Passage, die wir jetzt noch anschauen müssen. Dann haben wir auch diesen Verwahrungstext im Ganzen betrachtet. Uns fehlt nämlich der Mittelteil und den sehen Sie hier, beziehungsweise Anfang und Ende haben wir schon gelesen. Schauen wir uns den Mittelteil an. Also Goethe hatte festgestellt, ne, irgendwie es gibt diesen eingeführten Sprachgebrauch, schöne Redekünste und darunter Poesie und Prosa und jetzt will er dagegen protestieren. Und jetzt kommt seine Begründung. Poesie ist, rein und echt betrachtet, weder Rede noch Kunst. Keine Rede, weil sie zu ihrer Vollendung Takt, Gesang, Körperbewegung und Mimik bedarf. Sie ist keine Kunst, weil alles auf dem Naturell beruht, welches zwar geregelt, aber nicht künstlerisch geängstigt werden darf. Auch bleibt sie immer wahrhafter Ausdruck eines aufgeregten, erhöhten Geistes ohne Ziel und Zweck. Die Redekunst aber im eigentlichen Sinne ist eine Rede und eine Kunst. Sie beruht auf einer deutlichen, mäßig leidenschaftlichen Rede und ist Kunst in jedem Sinne. Sie verfolgt ihre Zwecke und ist Verstellung von Anfang bis zu Ende. Offensiv ist diese Passage gegen jenen eingeführten Sprachgebrauch gerichtet, von dem wir eben zahlreiche Beispiele sehen konnten. Goethe gibt hier eine ganze Reihe von Argumenten an die Hand, weshalb die Poesie eben keine Redekunst sein kann. Er tut dies durch eine Begriffsanalyse der Redekunst und indem er das tut, entwickelt er zugleich mit ein paar Federstrichen einen Begriff der Poesie als das genuin andere der Redekunst. Drei Punkte sind dabei wichtig. Erstens, die Poesie ist ohne Ziel und Zweck. Die Redekunst ist hingegen stets zweckgebunden. Damit bringt Goethe einen bis heute diskutierten Poesie- und Literaturbegriff ins Spiel. Poesie ist also zweckfrei, sie ist autonom, sie ist nicht pragmatischer Diskurs. Mit ihr will man nichts erreichen, nichts tun, sondern sie steht für sich. Das ist ein sehr beschränkender Poesiebegriff, der eben alle Zweckformen, zum Beispiel didaktische Formen und so weiter, ausblendet. Herder schwankt noch zwischen drei oder vier Worten, aber auch nur auf der ersten Ebene und nachher ordnet er die Grenze, die vierte aus. Bei Goethe ist ganz klar, nur drei Dichtarten, die didaktische hat und mit Poesie nichts zu tun. Das ist vielleicht eine Redekunst irgendwie, aber das schert ja Goethe nicht. Also man merkt, hier steckt ein großes Maß an Normativität, an Verengung über den Gattungsbegriff rein. Zweiter Punkt, zwei weitere Punkte gibt es noch, eben wo bei Goethes Abgrenzung von Poesie und Redekunst. Der erste heißt, die Poesie ist keine Rede. Warum ist sie das nicht? Nun, weil Poesie Goethe zufolge in der Sprache nicht aufgeht, schon gar nicht in schriftlicher Sprache. Poesie ist vielmehr zugleich, so heißt es, Takt, Gesang, Körperbewegung und Mimik. Das aber bedeutet, die Poesie integriert gleich oder vereint gleich mehrere Künste. Also Takt und Gesang, das ist Musik, vielleicht auch Tanz, vielleicht auch Schauspielkunst.
der Takt und der Gesang, das ist dann, wir haben Takt und Gesang, das ist Musik und Körperbewegung und Mimik, das haben wir, das ist dann vor allem eben Tanz und auch Schauspielkunst. Und all diese Künste werden offenbar in der Poesie integriert. Die Poesie ist also gewissermaßen sowas wie eine Superkunst oder ein Gesamtkunstwerk, das mehrere Künste in sich aufnimmt, um zur Vollendung zu kommen. Und wenn Poesie tatsächlich in diesem ziemlich übertriebenen oder ziemlich hochstehenden Sinne, ziemlich emphatischen Sinne versteht, dann ist es ganz sicher, ist die Poesie ganz sicher mehr als Rede, sondern eben mehr eben auch andere Künste, die sich da noch rein, die dort noch aufgesogen werden. Die Poesie ist aber, und das ist der dritte Punkt, die Poesie ist aber überhaupt gar keine Kunst. Also nochmal, die Poesie ist nach Goethe keine Kunst. Das ist einer der typischen rhetorischen Tricks, die nicht zuletzt der alte Goethe immer auf Lager hatte. Er legt hier natürlich einen bestimmten Kunstbegriff zugrunde, der erstmal nichts mit unserer Vorstellung von Künsten im Sinne von irgendwie künstlerischen Fächern, ästhetischen Fächern zu tun hat, sondern er assoziiert auf so einer ersten Ebene den Kunstbegriff mit lateinisch Ars oder auch griechisch Techne, und das heißt eher sowas wie Handwerk. Also das ist es nicht, also Kunst, Poesie ist keine Technik, kein Handwerk, aber er assoziiert Kunst irgendwie auch mit künstlich. Ne? Im zweiten Absatz über die Redekunst verweist er darauf hin, die Redekunst sei eben Kunst und dabei Verstellung. Also Kunst im Sinne von künstliche Kunst ist Poesie nicht. Und zugleich legt Goethe dann eben auch noch eine andere Fährte, was die Natur, Poesie denn doch ist. Sie ist eben keine Kunst, sondern weil sie auf dem Naturell beruht. An anderer Stelle heißt es dann ein bisschen später noch, sie beruht auf wahrhaften Ausdruck. Und auch hier haben wir wieder eine dieser Fährten, die natürlich, also wenn die auf dem Naturell beruht, ist der Weg zu Naturformen der Dichtung, die eben keine Kunstformen der Dichtung sind, sehr schnell zu gehen. Also auch hier spielt Goethe mit Begriffen und Bedeutungen und vor allem mit Nebenbedeutungen. Er spielt mit Assoziation. Er wird dieses Spiel zu einem vorläufigen Höhepunkt getrieben haben in jedem Moment, in dem er den Begriff von den Naturformen der Dichtung einführt. Dieser Begriff ist entsprechend nur ein weiterer Schachzug in jener Strategie, die im Verwahrungsabschnitt ergriffen wird. Goethe schreibt die Poesie tatsächlich aus dem Diskurs der Künste heraus. Über die Poesie zu sprechen, ist etwas anderes als über Kunst und schon gar über schöne Redekünste zu sprechen. Man spricht dann nämlich, wenn man über Poesie spricht, etwa über Naturelle oder zum Beispiel über Naturform, aber doch nicht über jede Kunst, zu der die schönen Redekünste gehören. Gegen solche Verbindungen verwahrt er sich ausdrücklich, dagegen protestiert er. Und er protestiert dagegen mit all der symbolischen Macht und Autorität, die er, mittlerweile 70-jähriger Großautor, zu mobilisieren vermag. Für unseren Naturformabschnitt, von dem wir ausgegangen sind und zu dem wir jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen, hat das einige Konsequenzen. Also kommen wir zum Ende. Was folgt aus unserer erweiterten, auf verschiedene Weise jetzt kontextualisierenden, pragmatisierenden, relationalisierenden Lektüre der Naturformnote aus dem westöstlichen Divan? Ich werde Ihnen das im Detail in der nächsten Woche beantworten. Für heute nur drei teils polemische Thesen. Was also folgt aus der Lektüre? These 1. Goethes Naturformen sind sicher auch ein guter lexikalischer Vorschlag, bescheiden der Prüfung dargebracht. Sie sind aber eingebettet in einen Sprechakt, den es um die entschiedene Differenzierung zwischen den zwei Genres der Gattung, Dichtart und Naturform, geht und der sich verwahrt gegen eine Subordinierung, gegen eine Unterordnung der Poesie unter die schönen Redekünste, ebenso wie gegen eine Nebenordnung von Poesie und Prosa. Das aber heißt, Goethes Naturformen sind vielleicht auch ein guter lexikalischer Vorschlag. Es geht hier sehr wohl, sie sind aber eben auch ein ziemlich vehementer genrepolitischer Akt, ein Sprechakt. Es geht hier sehr wohl um die Durchsetzung, die Zurecht- und die Zurückweisung von Ordnungsideen, von anderen Ordnungsideen. These 2. Die triadische Ordnungsidee ist nur eine von vielen. So finden wir im zeitgenössischen Kontext zahlreiche andere Ordnungsideen, teilweise 5, teilweise 2, teilweise 4-wertige Ordnungen. Wir finden aber auch bei Goethe andere Ordnungsideen, andere Ordnungsebenen, andere Wertigkeiten, wobei wir dann vor allem auf binäre Ordnungen stoßen, also Dichtarten, Naturform, Poesie, Prosa, Poesie, schöne Redekünste. Schließlich 3. Die triadische Ordnung und ihre Beiordnungen, also Beiordnungen sind sowas wie Poesie, Prosa, Poesie versus Redekunst,
Die triadische Ordnung und ihre Beiordnung basieren habituell auf einem elitären Programm. Das Ziel ist grundsätzlich die Zurecht- und Zurückweisung anderer Perspektiven auf Literatur. Die triadische Ordnung ist insofern eingebettet in ein Exklusivierungs-, Hierarchisierungs-, Purifizierungs-, Autonomisierungs- und so weiter Programm einer Gruppe, die sich tatsächlich als geistige Elite begreift und die so handelt. Das ist alles einigermaßen erläuterungsbedürftig und muss entpolemisiert werden. Das machen wir nächstes Mal. Wir werden das nächste Mal auch die Ergebnisse dann nochmal zusammenfassen und die Moral der Geschichte uns anschauen. Darüber hinaus werden wir uns fragen, was das eigentlich mit der Genrepolitik, mit einem bestimmten Analyseprogramm zu tun hat. Und schließlich möchte ich in der nächsten Sitzung Ihnen noch ein paar Anekdoten aus der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte der Naturformen erzählen, um so ein bisschen die weitere Geschichte zu skizzieren. Eine Rolle dabei spielen wird auch nochmal einer dieser kleinen Männer der Geschichte, nämlich Josef Stanislas Zauber. Stanislaus Zauber. Wir hatten den schon mal kurz, erinnern Sie sich noch, das war der mit dem schrecklichen Misreading Goethe. Ich habe festgestellt, dass Zauber relativ häufig in Goethes Tagebüchern auftaucht und auch es gibt Briefwechsel. Da werden nochmal neue Sprechakte, nämlich Sprechakte, die jetzt in der Rezeption, die Rezeption des Divans betreffen, Sprechakte des Ermahnens und des Lobens zu beobachten sein. Ja, das schauen wir uns nächste Woche genauer an. Also es geht in der nächsten Woche noch einmal mit so einem Nachklapp um einen Beschluss der Naturform, nicht in der Naturform und anderen Ordnung. Wobei, ich habe mich eben schon versprochen, nicht in der nächsten Woche. Ende nächster Woche habe ich auswärtige Verpflichtungen und kann dann nicht für Sie da sein. Sie werden das sicher verkraften können. Wir sehen uns also in 2 Wochen wieder. Bis dahin eine frohe Adventszeit und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.